Täuscht. Der hatte wirklich ganz, ganz miese Bedingungen, kam dann nur auf 69,5 Meter. Björn Kircheisen, der kann viel mehr und der hat Wut im Bauch und der springt auch nicht optimal. Er hat wohl diesen Wettkampf schon abgehakt, landet bei 82 Metern im Training, lief das viel besser. Gestern durfte er nach 2 Sprüngen schon nach Hause fahren ins Quartier. Aber heute, das ist nicht sein Tag und das ist eigentlich eine neue Situation für den Youngster, für den Weltcup-Spitzenreiter, der sicher sein gelbes Leibchen heute abgibt.